Welcher Kryptosektor wird 2024 am meisten durch die Decke gehen? Also wenn ich auf einen setzen müsste, dann würde ich sagen Tokenisierung von Finanzinstrumenten, dicht gefolgt von Real-World-Assets und der Tokenisierung von Real-World-Assets. 2024, das wird Base, unser Layer-2-Jahr. Ich denke, dass vor allem der AI-Sektor ziemlich interessant sein wird, weil es vor allem nochmal eine ganz andere Dynamik und auch viele andere Anwendungen in den Kryptomarkt bringen wird. Ich persönlich glaube, der nächste Bullrun wird nicht von einem einzigen Trend geprägt, sondern von mehreren. Wir haben Institutional Adoption gesehen, wir sehen Gaming. Es wird ein Mix sein von vielen Sachen. Wir sind davon überzeugt, dass Krypto jetzt eigentlich wirklich bereit ist für den Massenmarkt und dass die Massenadaption des Kryptomarktes 2024 bereit ist. Wir sehen, dass traditionelle Institutionen auch nach dem Bitcoin-ETF jetzt wirklich das Thema aufgreifen und sind davon überzeugt, dass das 2024 das Thema sein wird. Schwierige Frage. Ich glaube, alle werden ein bisschen durch die Decke gehen. Persönlich bin ich ein bisschen bullish auf Gaming. Also ich glaube, gerade diese Entry-Barrier, die Masse auch reinzubekommen, geht einfach über Gaming. Wir sehen viele Hypes und ich glaube sicherlich AI-Coins gehen durch die Decke, weil sie total in das Narrativ verfangen vom KI-Hype. Ich bin da aber skeptisch, was jetzt so wirklich die langfristige Etablierung angeht. Also das braucht einfach mehr Zeit beim Thema AI. Deswegen bin ich viel optimistischer für das Thema Gaming, weil da glaube ich, können wir relativ schnell Erfolge erzielen, dass es wirklich kommerziell genutzt wird und eben nicht nur die Spekulation im Vordergrund steht.